Bruchsal, eine Kleinstadt im Badischen mit eigenem Theater, die Badische Landesbühne. 400 Vorstellungen im Jahr, zwei Drittel davon auswärts. Stundenlang fahren, spielen in Mehrzweckhallen und nach dem Schlussapplaus wird noch geprobt. Von Shakespeare bis Schlager, hier muss jeder alles können. Heute, Intendant Carsten Ramm probt die Schlager-Revue-Straße nach Süden. Michael hat Probleme. Immer wieder macht er auf der Probe Fehler. Vorsprechen für die nächste Saison. Neue Schauspieler stellen sich vor. Und Norbert Kritzer und Stefan Klink verkaufen ein Gastspiel der Landesbühne. Ich will nicht alles sagen und nicht so viel erklären. Ich will nicht alles sagen und nicht so viel erklären. Ich will nicht alles sagen und nicht so viel erklären. Und nicht mit so viel Wort. Nee, nicht mit so viel Fragen. Und ich sagte, wohin, ich bin so wild nach französischen Küssen. Mona Lisa streckte mir die Zunge raus und im Taxi nach Paris hat sie mich lächelnd gebissen. Mit einem Taxi nach Paris, nur für einen Tag. Mit einem Taxi nach Paris und vielleicht ein kleines Rendezvous. Eigentlich ist Yvonne beim Schlagerabend Straße nach Süden nur zweite Besetzung. Doch Yvonne hofft auf ihre Chance. Bisher hat sie nur Kindertheater gespielt und noch nie vor einem Abendpublikum. Antje will weg. Sie wird die Landesbühne zum Ende der Saison verlassen. Im Laufe der Spielzeit von Yvonne übernommen werden. Und ich sagte, wohin? Ich bin so wild nach französischen Küssen. Mona Lisa streckte mir die Zunge raus und im Taxi nach Paris hat sie mich lachend gebissen. Ich will nicht alles sagen und nicht so viel erklären und nicht mit so viel Fragen den Augenblick zerstören. Michael schlägt sich schon seit Wochen mit den Schlagertexten herum. Sie sollten längst sitzen. Heute ist erste Gesangsprobe. Was die einen noch proben, vermarkten die anderen schon. Werbeleiter Klink und Verwaltungsdirektor Kritzer legen jährlich Tausende von Kilometern zurück, um ihr Theater ans Publikum zu bringen. Heute geht es zum Kulturamt nach Trossingen. Oh, na gut. Naja, verkaufen mal Kultur. Aber im Prinzip ist da aber wie alles andere. Ne? Ja, wobei, ich habe den Eindruck, ich habe den Eindruck, dass du jetzt den Verkehr blockierst. Ja, ist mir jetzt egal. Oh, ich war noch blöd mit der Schnall. Ja, seit wann darf man mit dem Handy fahren und lenke? 500 Mark drauf, sofort. Ich fühle, wie der Winter kommt. Ah, auf einer Lacke. Ich fühle, wie der Winter kommt. 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 Genau. Ich habe Angst vor dir, vor mir. Ich habe Angst vor dir, vor mir. Ich habe Angst vor den Schlagen. Möge es kommen. Die Welt ist dunkel ringsumher. Kein Vogel singt mehr in den Zweigen. Ich habe,
Ich weiß jetzt, nicht, wo wir waren. Ich weiß auch nicht, wo wir sind. Textlich ist es ja nicht schwer, was ihr da zu singen habt in dem Lied, im Refrain. Du gehst fort, mit deinem Schlag ist Dunkelheit, die Welt will keinen Sinn mehr zeigen. Ich habe Angst vor dir, vor mir, ich habe Angst vor dem Schweigen. Ich habe Angst vor dir, ich schreie halt einfach mir. Ich habe Angst vor dem Schweigen. Das war doch okay für eine erste Probe, fand ich. Dafür, dass man nicht weiß, was man tun soll, ne? Ja, ich meine, wir sind ja wirklich nicht. Wir haben es einmal gesehen im Theater. Ich damit weiß. Und dafür war das echt in Ordnung. Haben passt. Also bei euch alle Sachen, die ich gesehen habe, haben eigentlich erstaunlich gut geklappt. Schon, ja? Finde ich, ja. Schauen wir mal. Die Landesbühne hat keine eigene Kantine. Für Probenbesprechungen in der Pause bleibt nur die Kneipe um die Ecke. Genau. Kein Schreck kriegen. Ihr seht ja, den letzten hat mir einiges vorgenommen. Ja. Wenn Sie sozusagen, also, das macht sie glaube ich nur einmal. Machst du nur einmal, ne? Okay. Und wenn du halt einmal durch ist, dann beim zweiten Mal langsam aussteigen. Dann kommt so. Eigentlich findet Michael Schlagertexte furchtbar. Aber er will sich und allen am Theater beweisen, dass er das Zeug zu einem wirklich guten Schauspieler hat. Deshalb arbeitet er hart an sich. Barfuß im Regen, glücklich wie noch nie und wir tanzen. Nein. Barfuß im Regen tanzen wir zu zweit und wir tanzen und tanzen und tanzen. Süß ist dein Kuss, ein Hauch von Sonnenschein und wir singen und wir küssen und küssen und küssen. Barfuß im Regen, glücklich wie noch nie und wir tanzen und tanzen und tanzen. Süß ist dein Kuss, ein Hauch von Sonnenschein und wir singen und wir küssen und küssen und küssen. Ich finde das total beknackt, diesen Text. Trossingen, eine Kleinstadt in Baden-Württemberg. Werbeleiter Klink und Verwaltungsdirektor Kritzer wildern als Kulturagenten eines badischen Theaters im schwäbischen Feindesland. Hallo. Badische Landesbühne. Besuch aus dem Badischen. Wir geben euch trotzdem einen Kaffee. Hallo. Was soll sie denn trotzdem? Ich muss sie doch lang fahren. Ne? Nehmen Sie Platz. Aber einen Aschenbecher brauchen wir. Ja. Jetzt kriegen wir einen Aschenbecher und wird jetzt. Also kosten darf das hier nichts heute, außer dem Kaffee. So, wir haben doch auch mal gesprochen über eure Schmonzettenabende. Schmonzette? Ja, Schmonzette. Aber wir machen natürlich wieder einen. Das ist einfach für uns auch cool. Man kann man Geld mitmachen, ganz einfach mit dem Zeug. Na? Wie ist denn die Rabattstaffel? 3000 D-Mark plus 10% Tantieme. Tantieme, weißt du ja, was das ist. Plus normal Entfernungspauschalen. Nee, also das Badenser, Elender. Moment. Warum tragen schwäbische Männer keine Tangas? Lassen sich hinterher keine Putzlumpen draus machen. Der weite Weg hat sich gelohnt. Frau Bade vom Kulturamt Trossingen hat den Schlagerabend gebucht und noch drei weitere Stücke dazu. Premiere des Schlagerabends rückt näher. Für Michael wird es langsam eng. Barfuß im Regen tanzen wir zu zweit und wir tanzen und tanzen und tanzen. Süß ist dein Kuss, ein Hauch von Sonnenschein und wir küssen und küssen und küssen. Leute gehen vorbei, sie drehen sich alle um und wir singen und singen und singen. Barfuß im Regen, glücklich wie noch nie und wir tanzen und tanzen und tanzen. Wir vergessen die Welt vor Liebe bei Sonnenschein. Alberner Text, echt. Barfuß im Regen, tanzen wir zu zweit und
wir tanzen und tanzen und tanzen. Ich glaube, ich muss so hochgehen. Barfuß im Regen tanzen wir zu zweit und wir tanzen und tanzen wir zu zweit und wir tanzen und tanzen und tanzen. Oft denke ich, was wohl mein Vater sagen würde, wenn ich, also wenn er wüsste, dass ich beim Theater arbeite. Das kann ich mir jetzt im Moment wirklich nicht vorstellen, wie er das finden würde. Er hat immer alles geschluckt, er hat eigentlich immer alles, was so mit, ja, Entspannen zu tun hat oder mit Genießen, nie so richtig an sich rangelassen. Es ging immer um Pflichterfüllung und dass es nicht sein kann, dass es unser Auftrag sei, glücklich zu sein. Also er sagte immer so, dass die Wirklichkeit das sei, woran man gemessen wird später, an dem, was man tut. Das habe ich als Kind unglaublich ernst genommen. Also ich glaube, ich war nie wirklich unbeschwert. Das hatte ganz fatale Folgen so. Für mein Lebensgefühl. Und so ein Bumerang ist so eine Art, ja, wie soll ich sagen, Beweis dafür, dass es Dinge gibt, die so ein Lehrer nicht kann, die ich einfach mache. Ob er mir das glaubt oder nicht. Ich erschrecke. Die Theaterleitung auf dem Weg zum Vorsprechen. Neue Schauspieler werden gesucht. Mehr als 100 haben sich beworben. 20 wurden heute eingeladen. Wir sind da, Carsten. Guten Tag. Alfred. Viele von Ihnen haben bereits woanders Absagen eingesteckt, bevor Sie es hier in Bruchsal versuchen. Schönen guten Tag. 5 in der Gruppe. Mein Name ist Carsten Ramm. Herzlich willkommen in Bruchsal. Wir werden uns jetzt Ihr Vorsprechen anschauen. Das ist Herr Schäfer, unser Oberspielleiter. Da unten sitzt der Herr Petzold, einer unserer Dramaturgen. Lassen Sie sich nicht davon irritieren, wenn wir eventuell unterbrechen, weil es ein bisschen lange dauert. Nutzen Sie die Zeit, die Sie haben, nicht dadurch, dass Sie uns lange eine leere Bühne zeigen, sondern dass Sie was auf der Bühne machen. Es ist zwar ein Vorsprechen, aber trotzdem viel Spaß. Bruchsal war es furchtbar. Da bin ich das erste Mal hingefahren mit 3 Kollegen aus meiner Klasse, das heißt 2 Jungs, 1 Mädel. Meine Damen und Herren, in wenigen Minuten erreichen wir Bruchsal. Da haben sie uns ins Messer laufen lassen. Und dann waren wir auf einer riesen Bühne, die etwa 4-mal so groß war, wie das, worauf wir eingestellt waren. Und niemand war zu sehen. Sie sind nicht fähig, ein Geschöpf zu quälen, das Ihnen nichts zuleide getan. Ja, und wir wussten nicht, was wir machen sollen. Und in der Zeit hatten wir schon verschissen. Sein oder nicht sein. Das ist hier die Frage. Wann kommt der Tod und klopft an? So muss man ihm aufschließen. Er nimmt mit Gewalt sich jung und alt, tut sich vor niemand scheuen. Dann hörte man den Häuptling von oben runter donnern. Was das für eine Scheiße sein, wir sollen uns gefälligst mal vorstellen. Mhm. Macht mal gefälligst Theater hier und kein Fernsehen, das ist ja zum Kotzen. Naja, und dann, weiß ich nicht, dann haben wir es nochmal versucht, ein bisschen größer zu machen und hat uns abgebrochen. Dankeschön, wir haben einen Eindruck von Ihnen. Sie brauchen dann auch nicht zu singen. Danke, dass Sie gekommen sind. Okay. Ich meine Sachen. Wo geht's denn raus? Wissen Sie das? Dann kommt jetzt die Frau Schäfer. Ist das okay? Alles gut. Wenn Teenager träumen auf ihrem Weg durch Nacht. Bum, 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 bum. Wenn Teenager träumen und Sehnsucht ist erwacht. Mögen Sie mich? Gefalle ich Ihnen? Mache ich Sie geil? Zum Glück habe ich keine Uhr. Die Zeit ist ja eine Minute zum Beispiel. Wenn Sie keine Uhr haben, dann ist eine Minute doch ziemlich lang.
Aber wenn Sie auf so einem Sockel stehen, dann... Darf ich Sie an der Stelle ganz kurz unterbrechen? Hallo, Frau Meier. Hallo. Sagen Sie, was sind die zwei Rollen, die Sie uns zeigen möchten? Ich bin die Prinzessin von Bagdad. Eine sternenjährige Mumie bin ich und tanze in der Zeit der Fluren. Und wandele durch helle Rosengärten um heimliche Brunnen. Und große Blumen leuchten in meinen Gärten. Und auch ich steige aus der Erde und atme. Und die bunten Perlen klingen um meinen Hals. Oh, mach mehr, oh, mach mehr, mach mehr, mach mehr. Haben Sie vielen Dank. Frau Adderholt, die kriegt eine Absage. Frau Schedevi kriegt eine Absage. Na, die ersten drei können wir gleich klären. Frau Bernstein kriegt auch eine Absage. Ja. War der Herr Figge da? Dem können wir absagen. Absagen. Dann, wie sagen? Die Frau Meierhoff hat sich mit ihrem zweiten ein bisschen geschadet. Den können wir absagen. Und Frau Schwarzkopf? Ist jetzt raus. Ich bin jetzt raus. Dann den Herrn Wiedemann. Er hat ein bisschen einen Essfehler, aber den spielt er, wenn er nicht dran denkt, weg. Ja. Den laden wir auch für Januar noch mal ein. So, Herr Wiedemann, dann folgen Sie mir unauffällig. Dann rief mich Lutz an. Wir würden dich gerne noch mal einladen und dann mal ein bisschen mit dir basteln. Also, mein Gott, es hat sich nichts geändert. Es ist erst zwei Wochen her. Ich habe noch kein Repertoire. Bring Text mit, okay? Ich habe also Text mitgebracht und dann hat er mich gefilzt, anderthalb Stunden. Schauspieler sind Sie? Na, das ist ja ein Ding. Hände in Hosentaschen lasse ich immer zunähen. Ganz locker, ganz locker. Sie können auch hin und her gehen, das ist alles... Ja, weil das hilft ja so ein bisschen, dass man... Einfach erstmal um ranzukommen, so ein bisschen... Tja, mein lieber Freund. Bleiben Sie mal stehen und gucken mich mal. So, genau, dieses Ding. Lassen Sie es laufen, hier. Kam mir vor wie der letzte Schlappschwanz. Dann war ich eine andere Figur auf einmal mit demselben Worten. Soll ich dann irgendwie Mafiosi spielen? Dann sollte ich jemanden spielen, der gerade jemanden umgebracht hat. Dann sollte ich jemanden betrauern. Dann sollte ich euphorisch sein. Dann sollte ich nur noch schreien. Eine halbe Stunde lang nur schreien. Lassen Sie, haben Sie den Mut, lassen Sie es richtig raus. Es ist ja völlig egal, ob das jetzt nun in der Inszenierung so stattfinden würde. Ich will das jetzt einfach mal sehen, was Sie an Power haben. Okay. Meine Frau! Aber das ist gut. So heftig, den Ticker. War gar nicht so. Meine Frau! Unglaubliche Geschichte! Sie war wiederbelebt worden. Nehmen Sie mal das Ganze zu. Ja! Du kriegst dich einmal einen vollen Puls. Du kannst noch höher. Ja! Das habe ich alles gemacht und dann hat er mir einen Job angeboten. Bitte schön. Immer herein. Nimm Platz. Hallo. So, Sie haben es nicht leicht gemacht. Weil Sie es uns nicht leicht gemacht haben. Es ging darum, einfach auch ein bisschen miteinander was zu tun und nicht nur so alleine auf der Bühne große Kunst zu machen. Dieses Miteinander, das ist das, was die Arbeit hier am Haus zumindest ganz stark ausmacht. Ich würde Ihnen gerne einen Jahresvertrag anbieten, ein Anfängerengagement in unserem Kinder- und Jugendtheater. Nehmen Sie mir es nicht übel, ich würde an Ihrer Stelle dies auch noch ein bisschen als Fortsetzung der Ausbildung mit betrachten, die ganze Geschichte. Das haben diese Vorsprechen uns schon gezeigt, da muss noch was passieren. Das muss ich Ihnen noch erzählen, wir spielen 30% unserer Vorstellungen hier im Bruchsaal, viel außerhalb. Sehr viel außerhalb, das heißt, um mal so ganz düster zu malen, früh aufstehen, viel im Bus sitzen, viel morgens vor lärmenden Kindern spielen. Wir zahlen nicht viel, wir zahlen die Mindestgage, die tariflich vorgesehen ist, das ist monatlich 2600 Mark. Ja, ich denke, das ist erstmal so, was ich von mir aus erzählen könnte. Ich würde mich freuen, wenn Sie sich dafür entscheiden können, ob Sie sich Bruchsaal vorstellen könnten, ob das was wird. Viele Gründe gibt es nicht, die dagegen sprechen. Außer ich würde in Stuttgart oder ein Engagement bekommen. Und das steht nicht zur Debatte.
Wie wollen wir verbleiben? Ich versuche, Sie am Donnerstag anzurufen. Bis dann am Telefon. Gut. Vielen Dank. Danke, dass Sie gekommen sind. Tschüss. Die Straße nach Süden nimmt Formen an. Die erste szenische Probe. Regie führt Intendant Carsten Ramm höchstpersönlich. Schlagerabende in Bruchsal sind der Publikumsrenner und deshalb Chefsache. E sono solo quasi in città. Senti tu fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, come dici tu, azzurro, mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora stop. Quasi, quasi stop, 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 guckt euch nochmal an. Hier geht es nicht darum zu zeigen, wie es nicht geht, einen Liegestuhl aufzubauen, sondern es geht darum, dass 5 Leute verblüffenderweise gleichzeitig perfekt Liegestühle aufbauen können. Stopp! Stopp! Das wird schief gehen. Die blauen Streifen nach vorne. Der Unterschied ist, dass die eine Seite 2 Streben hier oben hat und die andere Seite eine Strebe. Mhm. 2 Streben nach oben und blaue Streifen zum Publikum. Okay, gut. Nochmal. Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Lei è perdita per le spiagge, sono solo quasi in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano. Stop, se ne va. Stop. Andersrum. Ich lerne das noch. Einmal noch. Gut. Aber... So muss das aussehen. So halte ich die Dinger hin. Ja. Die Seite, die nach oben muss, ist da. Ja. Ja, gib mal her. Komm, dass das einmal trocken ist. Ja. So. Nimm das Ding so in Empfang. So. Wo muss ich ihn drehen? Aha. Mir ist noch das ganze Jahr lang Sonne mit blauem Himmel und Sonnenschein. Braucht ich mich doch nicht so zu plagen, dann hätte ich freie Zeit, bei dir zu sein. Gestern könnte ich in aller Ruhe und voller Erwartung Azzurro, komm mal nicht im Flug zu. Schwung, Junge, schwung! Und jetzt singst du auch mit. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Azzurro, azzurro, il... Azzurro, è troppo... Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Und es war halt sehr stressig. Ich hatte halt immer Angst, Fehler zu machen und so, weil ich ja immer so unsicher bin und so unfähig. Und man dann nie weiß, ob ich meinen Text kann oder nie weiß, ob ich das irgendwie auf die Reihe kriege und so. Jedenfalls klang das so durch, so zwischen den Zeilen. Ist also meine Schuld. Das ist einfach der Chef und das ist so. Fertig, aus. Ah. Ah. Mhm. Ah. Ah, Mist. Das ist immer so blöd. Ich kann mir normalerweise Text schon merken, aber wenn ich dann müde bin, dann... Klar,
lässt die Konzentration irgendwann mal nach. Ja, klar. Und dann kann man sich gar nichts mehr merken. Verständlich. Hey, es ging aber schnell. Fast wie neu, ne? Na? Oh, es ging aber kurz. Ja, wieso? War doch sonst auch so. Ja? Doch. Barfuß im Regen, das ist wohl noch hier. Und wir lachen und meine darüber. Ich war lange fort, fast eine Ewigkeit, doch nun habe ich dich endlich wieder. Leute gehen vorbei, sie drehen sich alle um und wir singen und singen und singen. Barfuß im Regen, glücklich wie noch nie und wir tanzen. Bunter Abend im Seniorenheim. Ich glaube, wir fangen noch mal an. Du bist so heiß wie ein Vulkan. Und heute verbrenne ich mich daran. Rock'n'Roll, Cha-Cha, Bomba, der Boogie. Das ist halt jetzt für mich alles vorbei. Stopp. Du musst dich schon ein bisschen anbaggern. Im Moment erzählst du ihr von deinem Rückenleiden. Okay. Oh, scheiße. Gut. Wir können gern danach noch mal das Textbuch schnell durchgehen. Sehr gut. Wann du was machst? Ich habe überhaupt keine Ahnung, wann ich welche Haltung habe. Das ist schon. Das ist ja dauernd Overacting, ne? Ja. Ja, ich versuche einfach herauszufinden, was das für ein Typ ist, den ich da spiele. So ein ganz... Ne? Ich weiß gar nicht, einer auch cool. So. Ja. Bisschen langsam in der Birne so, ne? Ja. Ich kann gar nicht mehr singen. Ich habe mir irgendwie die Kehle rausgebrüllt heute. Ich weiß nicht wieso. Sonst weiß nicht, ob ich sonst so leise bin, aber keine Ahnung. Total heiser. War ich so leise sonst? Du bist nicht der lauteste, das ist alles. Also. Das weiß ich ja, aber. Laut war ich noch nie. Werde ich auch nicht mehr werden, glaube ich, in diesem Leben. Vor allem, ich trage keinen Ton mehr. Das ist nix. Ich werde hinterher wieder zu hören kriegen, dass alles wieder zu leise und zu klein war. Wie immer. Also woran zweifelst du denn nun schon wieder? Ach, was ist... Das ist gerade die erste Probe. Wie weit wir jetzt schon sind. Naja, morgen ist ein neuer Tag. Ja? Okay, dann bis morgen. Ja, bis morgen. Ja. Was ein Tag, hä? In der nächsten Folge: Intendant Ramm muss sich entscheiden. Nimmt er Michael aus der Schlager-Revue-Straße nach Süden? Yvonne hat einen Drehtag beim Film. Antje will weg. Sie sucht nach einem neuen Engagement.